Einmal klingeln reicht für schon. Nur einmal geklingelt. Gut. Ich würde dich jetzt umarmen, aber ich bin total verschwitzt. Komm rein. Das ist ja eklig. Ne? Fit? Jo. Gut auf den Verkehr gekommen? Durch den Verkehr? War gar kein Verkehr. Das einzige Einschockmoment. Alle am Baggersee, oder? Keine Ahnung. Einschockmoment. Ich habe irgendwie mein Auto so ein bisschen getrieben die ganze Zeit. Und hatte ein Ding an. Tempomat. Laufen lassen, laufen. Plötzlich Tempomat aus, Blink, Motorsteuerung. Ich so, fuck. Ne? Geschwindigkeit runter, konnte ich quasi nur noch 90 fahren. Ich ranstreifen bis zur nächsten Raststätte, waren 3 Kilometer, ne? Bin ich rausgefahren, Auto ausgemacht und habe ich erstmal das Buch angeguckt. So, was ist das? Ja, Fehler im Steuergerät. Ich so, okay. Ich so, mal gucken. Auto wieder angemacht, Blinken weg. Ich so, okay, fahren wir weiter. Audi. Vier Stunden Tour, geil. Ja. Bist du langsam. Ja, siehst du, hat schon gereicht, um den Motor zu überlasten. Alltagsvlog flüchtet da schneller. So, alles eingepackt. Wir haben 1, 2, 3, 4 Drohnen dabei, oder? Du hast 2? Also, ja? Ich hab 2. 4 Drohnen. Du kannst aufgehen. Falls jemand kritisiert, weil ich keine Handschuhe an habe, wir fahren bloß ein paar Meter. Und dann lassen wir der Till mal das Pferdchen mitsammeln. Das Täubchen. Okay. Muss gehen. Ist er hinten, oder? Das ist ein Problem. Ja, der sitzt hinten auf deinem Case. Oben drauf, oder? Ja. Achso, ja, das geht ja dann. So, wir sind in Dorfen an dem geilsten Spot, den ich hier bisher gefunden habe. Vor allem, wir haben Vollgas-Erlaubnis vom Besitzer hier zu fliegen. Da kann man dann ganz beruhigt so eine Session machen. Max ist schon fleißig am Kopter zerstören. Wir werden da in der Brille steckt, hier mal ganz kurz gucken. Alter Schwede, da ist heute einer ausgestattet. Ah, der Mann macht Wind. Da kann ich mit dem Motorrad natürlich nicht mithalten. Da hat eine ein Reservebataillon dabei. Wird jetzt langsam echt übel und es sieht von zwei Seiten wirklich noch richtig mächtig nach Regen aus. Also vielleicht kriegen wir heute noch eine kostenlose Dusche. Ja. Max pfeffert hier immer noch durch wie Hölle, er kennt echt keine Gnade. Es donnert schon ein bisschen. Aber wir machen jetzt ein Experiment und zwar, ich möchte einen 4S 1500 mAh auf die kleine IH2 schneiden. Nachdem wir jemanden dabei haben, der vom Lötkolben über sonst was alles dabei hat, kriege ich jetzt einen längeren Battery Strap und dann schauen wir mal, ob wir das Ding drauf kriegen. Schwurbel, schwurbel. Ich sag ja, der macht so lauter so kleine Chitter. Ne? So ja. Dämpfst du ab. Beim Zuschauen sieht man es aber gar nicht.
Läuft doch! Das ist ein schwarzer Fleck auf der Linse. Ist das auf der Brille? Der, na, der Kratzer auf der Linse. Ah, okay. Das ist so deutlich. Ja. So, so sieht ein Moped-Till aus. Ein echter Moped-Till. So. Willst du erst drehen oder soll ich drauf? Na, komm schon raus. Habt ihr dich gehört? Ich hab dich. Na, warte mal. Ach, genau, was Scheiße. Warte mal. Sogar schlechter. Du, Till. Ja. Till? Ja? Hast du einen Akkupack in die Hose gesteckt oder freust du dich nur mitzufahren? Kannst ja rufen. Ja. Ach Gott, ey. Tam, 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 tam. Aber das war jetzt so geil. Ich sage das, der Spot ist wirklich krass. Aber er verzeiht wenig. Ja, eine kleine Klettertour muss ich machen. Ja, du hast Max ja auch mal zugeschaut. Also der gibt ja Gas. Ey, krass. Dem ist das scheinbar so wurscht, ob sein Kopf dahin ist oder nicht. Weil dann wird halt wieder repariert oder neuer gebastelt. Der ist da echt hart gesotten. Aber ich glaube, der hat auch richtig Spaß gehabt an dem Spot. Ja. Und dann hat er eben bei seinem kleinen, bei seinem Toothpick, Kamerawinkel auf 50 Grad hochgestellt und ist ein paar Runden. Da hast du gerade den Tiny Hawk oben eingesammelt. Ah, okay. Und aber da war er so schnell dann um die Kurven, also wie ein Race Quad, brutal. Was machst du denn da? Modifizieren. Sag mal, was hast du denn alles geschafft jetzt? Ich habe ihn komplett zerstört. Nein, ich habe jetzt das. Die Halterung für die Akkus und für die InstaGo 2 montiert und ich habe hier unten die Nupsis für den Grund, also als Schutz montiert, die wir gerade eben ausgedruckt haben. Ja, so ein Kopter, gerade wenn es jetzt dann wieder kälter wird nach dem Sommer, Sommer ist ja quasi rum, damit er keine kalten Füße bekommt. Jo, wir werden jetzt keine Ahnung. Noch ein bisschen labern. Video für heute ist schon geschnitten. Mir hat nur noch die Abmoderation gefehlt. Das ist die jetzt, by the way. Und ja, schauen wir mal, ob ich morgen noch Bock habe auf Daily. Ich wünsche euch was. Ciao. Mhm.